der organischen Haarschneidetechnik. Und ich bin jetzt im 5. Jahr Lizenznehmer. Ich habe jetzt die Prüfung seit einem Jahr. Seit 4 Jahren. Seit einem Jahr. 10 Jahre, seit 4 Jahren. Habe ich vergessen. Das 11. Mal. Ich bin Organic Hair Cutting Lizenznehmerin. Seit 3 Jahren. Einfach, dass man wirklich sagen kann, okay, ich bin berechtigt zu sagen, das ist ein organischer Haarschnitt. Das ist halt auch wirklich nachhaltiger und wächst halt nicht so schnell raus. Also auch der Träger hat länger was davon. Dass die Haare wirklich im natürlichen Fall, so wie sie auf dem Kopf gewachsen sind, mit allen Gegebenheiten, mit allen Vor- und Nachteilen bearbeitet werden. Beim organischen Haarschnitt ist es halt so, dass der mindestens doppelt so lang hält, wenn nicht sogar noch länger. Die Haarschneidetechnik hat mich sehr begeistert. Und eigentlich war das die Antwort auf meine Zweifel, will ich eigentlich nur Friseur sein? Es ist wirklich eine handwerkliche Fachlichkeit, die man über dieses Ausbildungssystem erlernt. Es ist eigentlich so schön, die Kunden damit echt glücklich zu machen. Es ist wie so ein bisschen Magie, ein bisschen Spirit. Also man will dann doch immer mehr. Auch dazu ist eine gewisse Lebensphilosophie auch ganz einfach notwendig, um dafür offen zu sein. Ich finde ja auch, dass das organische Haare schneiden, ist ja auch eine Lebenseinstellung. Ne? Es gibt Organic Hair Cutting, es gibt da noch was anderes außer das Klassische. Und geht nicht, gibt es nicht. Also man hat eine Lebensfreiheit, die ist eigentlich kaum mit irgendwas aufzubieten. Das finde ich das Allerschönste am organischen Haarschneiden.